Moin Moin! Heute haben wir ein sehr interessantes Thema und das war immer das gleiche. Wie befestige ich meinen Hund im Fahrradanhänger? Ich weiß, dass die Mitbewerber immer das mit Reißverschlüssen arbeiten. Das tun wir nicht. Wir arbeiten mit Druckknöpfen. Jetzt ist es bei unseren Reißverschlüssen, bei unseren Druckknöpfen aber auch so, ich könnte sie wechseln zum Tenax. Dann ist immer fest zu. Oder ich befestige den Hund im Anhänger. Dazu habe ich ein Gurtband. Dieses Gurtband verwende ich unter Umständen beim Hund, wenn ich keinen habe, der richtig festen Stand hat. Wolli? Wolli? Komm. So, jetzt habe ich ja zwei Hunde drin. Wenn ihr einen braucht, anrufe, geben wir ab. Ich befestige ihn aus zwei Gründen. Ich mache ihn hier, fahre ich durch. So, nochmal, hier fahre ich durch und nehme ihn hier hoch. Dann gehe ich bei meinem Hund hinter durchs Geschirr durch. Und dann kann ich entscheiden, wo und wie weit ich den Hund festmache, damit der Hund halt einfach sich im Anhänger noch bewegen kann. Die zweite Variante zum Festmachen ist einfacher für mich und für euch natürlich auch. Diese Stange ist sehr fest, die Heckstange. Die kann man natürlich auch noch fester drehen, damit sie sich gar nicht mehr bewegt. Ich gehe einfach hier drüber und mache es hier beim Brustgeschirr durch den Hund durch die Schlaufe. Brustgeschirr durch den Hund heißt immer, wir machen kein Halsband, sondern wir nehmen immer das Brustgeschirr. Wenn es hier durch ist, dann kann ich das so beengen, dass der Hund nur nach vorne kann, aber nicht raus. Hinten ist eh zu, also geht er hinten auch nicht raus. Vorteil bei dem Thema ist, wenn ich das drumherum mache, es bewegt sich links, rechts. Das heißt, der Hund kann links oder rechts laufen. Da immer relativ viel Leine übrig bleibt, wenn ich das hier durch habe, weil ich ja vielleicht nur das Stück brauche, muss man... Oder gehen manche hin und schneiden das ab. Wenn ihr das abschneidet, denkt immer dran. Wenn ich das von meinem Hund durchmache hinter und mache es hier einfach nur ein kleines Stück fest, dann habe ich im Endeffekt eine Leine dabei. Das ganze System trägt 80 Kilo, also eine sehr gute Qualität. Für weitere Fragen, wie immer, meldet euch. Danke. Tschüss.